Auf der Straße von Tricase nach Tricase Porto steht stolz mit ihren 700 Lenzen einer der ältesten wallonischen Eiche der Welt. Früher wurden die Eichen von den Ledergebern in Tricase dazu benutzt, um das Leder bei der Verarbeitung weicher zu machen, was durch die Tannine in der Eiche gewährleistet ist. Bei den Bewohnern Tricase wird der Baum auch die Eiche der 100 Ritter genannt. Laut einer unglaublichen mittelalterlichen Geschichte fanden unter den ausladenden Ästen des Baumes 100 Soldaten Friedrichs II. Von Hohenstaufen. Die wallonische Eiche ist in ganz Europa sehr rar. Heute ist sie in wenigen Gebieten des Salentos und auf dem Balkan heimisch. Wahrscheinlich gelangte sie während der byzantinischen Herrschaft und der Handelsaustausche mit der Ostküste der Adria nach Italien. Und sie herrscht noch heute über die Landschaft von Tricase und zeugt von der Pracht der Natur.